Willkommen zurück zu unserer Stealth-Mission in Ghost Recon Future Soldier. Und nachdem wir schon 20 Gelmirs getötet haben in den letzten Tagen, versuchen wir es diesmal ohne Verluste. Vielleicht. Ja. Vielleicht. Hoffentlich. Es sollte ein erstrebenswertes Ziel sein. Vor allem für mich. Nein, du bist der Teamführer, alles führt auf dich auch zurück. Nee, sobald jemand ein Game eingeteilt bekommt, heißt es, wenn der stirbt, dann bist du aus dem Schneider. Du musst nur auf die anderen achten. Also. Ich trau dagegen hier nicht. Ich auch nicht so richtig. Die Russen blasen damit heiße Luft unter die Räuber. Das hält die Eisenbahn. Hey Mann, ich melde mich für den Russland-Quiz. Soll ich vorgehen? Ja. Ja, ist doch ja. Ja, akustischen Impuls benutzen. Und wie? Weiß ich nicht. Ich hab nur Sensor und Granat. Ja, ich mach das mal. Ah, da ging es runter. Ja, auch ne? Oh, ich hätte gerne den Game da durchlaufen sehen. Riecht die Drohne jetzt mal wieder? Man hätte es dann den Game Tunnel taufen können. Ja. Und nochmal? Ja. Vor allem sehe ich dann auch die Perspektive, ne? Von echt? Der Drohne, ja. Also hier sieht man, wie der gute Game hier. Deswegen ist das ist auch der Grund, weswegen er überhaupt im Team ist. Er ist nämlich der für diese kleinen Drohnen. Der Mann für die kleinen Drohnen. Der Drohnenmeister. Ja. Man kann leider gar nicht durchlaufen. Nee, habe ich auch gerade gemerkt. Scheiße. Jetzt gern gemacht. Ja. Aber es wäre Selbstmord gewesen. Das ist ein Brand. Granate. Cool. Wahrscheinlich sowas wie ein Molotow-Cocktail, würde ich mal schätzen, oder? Mal schauen. Oh, Muni. Ja, es wäre eigentlich besser, wenn ich jetzt eine andere Waffe bekommen könnte hier. Ich habe nämlich wenig Bock eigentlich. Ein Scharfschützengewehr in einem Gebäude ist kacke. Mach mal die Luke auf, Mann. Muss verklopfen. Recht unauffällig. Ja, mitten auf einer Start- und Landebahn. Dann gibt's hier ja wohl Zivilisten. Sag mal, sind wir ja auf einem öffentlichen Flugplatz? Ja, entweder das oder es ist ein Militärflugplatz. Je früher wir aufbrechen, desto eher sind wir in Deckung. Ja, sogar ein Militärflugplatz. Das sieht nicht so aus. Dafür sind die Maschinen zu zivillastig. Ich meine, aber davor war noch eine Militärbase. Ja. Spielt nicht den Helden, ne? Da oben ist einer. Noch mehr. Drei. Auf 3 Uhr. Game Year 19 entdeckt. Wen überrascht das eigentlich noch? Also mich nicht. Ich meine, nee. Ich hab gar nichts gemacht. Du hast wahrscheinlich daneben geschossen. Ja. Nein, hab ich nicht, ich hab nur Feuer erschossen. Ich meine, Shirty hat ihn erschossen. Granate! Oh Mann. Seid leise! Granate! Könnte ungemütlich werden. Leute. Sucht Deckung. Seid schnell und spielt nicht den Helden klar. Klar. Ziel erledigt. Okay, ich habe mitbekommen, dass ich viermal daneben geschossen. Ja, jetzt halt mal deine Waffe still. Und hör auf mein Kommando, okay? Ich meine, das hier wird sonst alles nix. So, da sehen wir schon mal, es sind 5 Leute. Wenn man die jetzt nimmt, wäre das super dämlich. Weil der eine dann leben würde, ne? Deswegen, ich kann beide erschießen. Du kannst gar nichts, ey. Das haben wir doch eben schon gesehen. Wir gehen deswegen anders vor. Hast du die gerade markiert? Nein. Ich auch nicht. Sie sind rechts von uns. Ach, das ist doch kacke so. Da, so. Den nehme ich. 3, 2, ach, du hast gar keinen, ne? Nee. Okay. Und der eine hat seinen verloren. Und Game 19 wurde entdeckt. Ja, aber ich hab nur das andere Ziel wieder genommen.
Der Konsens verloren hat. Ja, aber links wurde die Leiche Ach, entdeckt. Scheiße, Mann! Deine Leiche wurde entdeckt, von denen, den du erschossen hast. Meine Leiche, ich lebe doch noch! Das denkst du auch nur du, ey. Ach, Scheiße. So, wir gehen jetzt ganz anders vor. Einfach hier schleichen und das war's. Hier wird jetzt kein sinnloser Quatsch mehr gemacht. Du hast mir nicht zugehört, ne? Also, wenn ich das nächste Mal einen Hund habe, töte ich dich erstmal wieder. Das war kein sinnloser Quatsch. Doch, das war sinnlos. Nein, der stand da oben auf dem Turm. Ja, und? Ja, der musste weg. Der kann uns eh nicht sehen. Ja, ist mir egal. Also war es sinnlos. Ich war hier auch nicht, Mann. Doch, war es. Ich hatte jetzt eine Sprenggranate. Also willst du jetzt alle leben lassen? Ja. Da ist noch einer. Sonst wirst du ja wieder entdeckt. Ja, immer ich. Ich kann gar nichts dafür. Hier kann man nicht durchschleichen. Oh mein Gott. Noch ein Gegner. Egal, das kriegen wir trotzdem hin. Das kriegen wir nicht hin. Jetzt wurde ich entdeckt. Ach Mann. Okay, Schleichen funktioniert nicht. Nee, können wir die nicht einfach niederschießen? Ja. Wenn du nicht dabei failen würdest, dreimal hintereinander, dann hätten wir das schon längst gemacht. Also, erstmal haben wir uns keine drei. Und willst du mir den jetzt auch anhängen? Den gerade will ich dir nicht anhängen, aber es waren trotzdem drei. Okay. Den oben hast du schon wieder? Ja. Okay. Weißt du, den müssen wir nicht. Ne, den müssen wir jetzt schon. So. Der Liegeschütz war es ja noch nicht wichtig. An den kommt man nicht vorbei auch. Ja, aber die brauchen wir jetzt nicht. Ja, jetzt brauchen wir sie vielleicht noch nicht, aber wir werden sie brauchen wahrscheinlich. Ja, aber der da ist wichtiger. Ja, markier sie halt. Geht nicht, weil du schon viel markiert hast. Denn natürlich, du kannst doch die Markierung wegnehmen, Mann. Stell dich doch nicht an wie so ein Amateur. Du bist schon nicht gerne mit 19 Minuten. Ja. Trotzdem hast du die richtige Ausbildung genossen. Okay, den Zweier kann ich nehmen von meiner Position. Ja, dann macht's. Okay. Ja, Leiche gefunden. So funktioniert das nicht, mein Freund. Deine Markierungen waren für einen Eimer. Alter, das ist gar nicht so einfach. Der hätte noch vielleicht mal rechts rum versuchen, vorher zu schleichen. Ja, das werden wir jetzt auch. Ah, Mann. Warum knallen wir denn nicht einfach alle über den Haufen? Ja, siehst du doch, dass es nichts bringt. Dass das zu viele sind. Aber mit Zählen hast du wahrscheinlich auch nicht so deine Stärke. Nein, hab ich auch nicht. Warte, warum ich in die Army beigetreten bin. Du bist nicht der Army beigetreten. Also, am Anfang schon, aber... Ich will nicht sagen, aber je länger ich auf diesem Rollfeld bleibe, desto bin ich tot. Lauf! Scheiße! Holy shit! Ich hab's Triebwerk gespürt. So, wir müssen jetzt hier mal gucken. Alles klar. Nichts gesehen. Hier wird man entdeckt sofort, wenn man da rumguckt. Schleichen kannst du hier vergessen auch. Soll ich mal eine Brandgranate rein? Oh, ich kann mal eine Drohne schmeißen. Ja. Markier mal alle. Also flieg einfach mal drüber, dass man alle sieht. Zurück, gleich sehen die dich. Ja, das sind nur die, die wir vorhin schon gesehen haben. Also, wie viele sind es insgesamt? 6 Stück dann? Ja. 1, 2, 3, ja, 6 Stück. Okay, dann komm mal mit. Warte mal. Du brauchst gar nicht mitkommen. Wie kann man jetzt sagen, dass sie schießen sollen? Leiche gefunden. Der oben wird entdeckt, ey. Ohne Scheiß. Ich habe rechts zwei markiert. Und noch bevor die geschossen haben, stand Leiche entdeckt. Also sollte ich den oben vielleicht nicht direkt wegpusten? Ich habe dir das jetzt schon zum dritten Mal gesagt, töte den oben nicht immer sofort. Das hast du gar nicht! Nein, habe ich überhaupt nicht. Warum hast du den getötet? Ist sinnlos, den zu töten. Ich töte den aber. Ja, der muss weg. Na, der muss eben nicht weg anscheinend. Alter. Ja, dann liegt der da oben aber die Leichen.
Warte mal, der LKW fährt da auf das Gelände, ne? Wollen die doch nicht einfach eher abschießen? Wie willst du denn den dann eher abschießen? Wir fahren doch hier lang. Ja, aber. Ist nur so ein Frosch. Hey, wie soll man das denn hier am klügsten machen? Ich teste jetzt mal was. Möglicherweise werde ich entdeckt. Ja, ja, ist nichts Neues. Hast du das gesehen? Nee. Okay. Man kann hier rüberklettern. Über diese Dinger. Ich teste das mal hier. Die werden dich entdecken. Ah, nee, man wird nicht wieder rechtzeitig unsichtbar. Ja, man wird nicht rechtzeitig wieder unsichtbar. Das klappt also auch nicht. Das klappt auch nicht. Also jetzt versuchen wir mal, der Ecke kommt hier direkt längs. Aha. Dass wir die direkt wegpusten. Okay, versuchen wir es. Aber dann muss der oben wahrscheinlich getötet werden, weil der guckt runter. Der läuft aber erst dahin. Ich sehe den LKW nicht. Also ich sehe, dass da was fährt, aber ich sehe ihn nicht. Jetzt. Gelmir 19 entdeckt. Hat aber noch geklappt. Der oben muss jetzt wahrscheinlich sterben, oder? Ja. Ist tot. Ja. Aber das ist ja auch nur einer, der da drin sitzt. Eigentlich sind noch zwei. Ne, eigentlich war nur ein Fahrer drin. Okay. Ja, das ist einer weniger, den wir so haben, weißt du? Ja, aber jetzt haben wir insgesamt noch fünf. Das ist einer mehr, als wir anfangen können mit. Aber der eine geht nach rechts weg. Wenn wir dann die anderen vier wegknüllen. Ja. Also den, den, den und den. Warte, dafür muss man aber erstmal sehen, ob der rechts weg ist. Ich nehme die vier dann. Ja, der ist jetzt weg gerade. Ich kann die vier nicht sehen, ich kann sie nicht sehen. Jetzt. 3, 2, 1. Los. Mit ganz schnell den anderen. Der ist gerade am Funkgerät, aber ich habe ihn trotzdem mal gekillt. Ja. Oh, easy. Ja. Erstmal will ich hier eine Waffenkiste. Ich will dieses scheiß Dings weg haben. Von was für eine Waffenkiste? Ja. Das meine ich ja. Ich will hier an die Dings ran. Ich nehme eine AK. Ist aber auch ganz einfach, wenn man den LKW-Fahrer auslöscht. Wäre auch anders gegangen. Also, so war es jetzt am einfachsten. Ja, da stimme ich zu auf jeden Fall. Aber anders wäre es bestimmt ähnlich gegangen. Sensor aktiv. Wir haben leichten Kontakt. Vier Stück. Ja, die müssen wir aber nicht holen, oder? Wenn wir rechts vorbei können. Wir müssen ja nach rechts irgendwie. Geht doch nicht weiter. Töte erstmal den hier ganz links. Mach ich. Ich hab daneben geschossen, ey. Scheißen Dreck. Ich hab zweimal daneben geschossen, ey. Nee. Doch, ist passiert. Hoffentlich haben wir jetzt den ersten Checkpoint erreicht. Ja, wäre gut. Ich meine. Ich glaube nicht. Ach, doch, haben wir. Oh, oh, ein Traum, ein Traum. Da ist eine Reihe unterirdischer Belüftungsschächte. Okay. Sollten Sie sich dem Ziel unbemerkt nähern können. Ich markiere Sie. Unterirdische Belüftungsschächte. Ja. So, der links muss trotzdem als erstes sterben, würde ich sagen. Dann sind es noch vier Stück, oder? Ah, da oben ist ja auch noch einer. Nochmal vier Gegner. Also ich guck mal hier hinten, ist das hier eine Belüftungsschacht, dass ich nicht einfach klettern kann. Ja. Nein, hier nicht. Und hier auch nicht. Ziel eliminiert. Roger. Leiche gefunden, okay. Also den links können wir nicht als erstes töten. Der wird dann sofort entdeckt von so einem Vorderen. Ich muss doch versuchen, sneaky sneaky vorbeizukommen und ja, versuchen wir jetzt auch. Versuchen wir erstmal wieder die sneaky Taktik. Die wir bisher noch nicht einmal ordentlich angewendet haben. Weil es nicht geht.
Wieso ich? Das geht nicht. Das sind drei unterirdische Belüftungsschächte. Wo markiert er denn? Gibt's hier eine Karte? Genau. Ist es nicht das, was er da anmarkiert hat oder so? Doch. Ich glaube, gibt's eine Karte. Ja. Und wo sehen wir einen Schacht? Da ist noch einer. Die gelben Dinger nehme ich mal an. Die gelben Dinger sind die Gegner. What the fuck? Oh, pff. Der hat mich fast gesehen, ne? Sind fünf Stück. Sechser. Ja, aber warte mal, vielleicht. Sieben. Sneaky. Nein, verdammt! Man schafft es fast. Oder? Ich hab's geschafft. Bei mir ist ja auch kein Gegner mehr. Lol. Da. Ist es verbuggt? Ich glaube, es ist verbuggt. Ist ja, wir kommen durch. Oh Gott. Erstmal wieder zurück. Direkt vor uns. Also. Hinter uns kommt gleich auch noch was anscheinend. Aber das Problem ist, jetzt haben wir die Bots, glaube ich, verpackt. Siehst du das, wo die stehen? Ja. Die werden schon kommen. Na, hoffentlich. Nicht, dass es jetzt hier richtig... Hätten wir gesehen. Abkackt haben. Hatten wir ja auch schon mal. Ja. Bam, bam, bam. Schön sneaky vorbei. Wo denn? Keine Ahnung. Ja, die sehen irgendwas, was die sind sonst wohl. Okay. Die stehen ja eh noch da hinten. Ich hab nur das Gefühl, dass wir da nicht weiterkommen werden. Ja, wir müssen erstmal da rein. Ja. Da ist keiner drin. Ich sehe noch zwei. Das sind zwei. Auf dem Steg. Ja, oben war auch noch einer. Mhm. Aber oben beim Flugzeug oben. Vielleicht kommt man da war. Ah, das ist zu nah wahrscheinlich. Ah, warten wir, gucken wir mal, ob die sich vielleicht wegbewegen. Ich würde ihn jetzt nicht wegschießen. Nee, ich auch ungern. Die werden den sofort sehen dann. Oh, jetzt kommen sie. Guck dir das an, wie sie jetzt lossprinten. Okay. Wir buggen da trotzdem noch. Ja. Ne, die kommen. Die gehen nur einen anderen Weg als wir. Aber guck mal, wo die stehen. Da stehen vier Gegner bei denen. Die sollten die nicht nehmen. Die werden sofort entdeckt, glaube ich. Ne? Ah, egal. Versuchen wir es halt. Sind es hier drei? Ja, einer von uns halt. Ich krieg den nicht richtig. Leiche gefunden sofort. Also hier waren wir so ein bisschen bugged, unsere Leute. Nee, die kamen. Die waren nicht mit Bugged dann. Und wir haben aber den falschen Weg genommen? Nee. Die sind ja einen anderen Weg gelaufen. Ja, die haben den falschen Weg genommen. Was denn, die den richtigen gegangen? Nein, die sind den kürzmöglichen Weg gegangen. Wir sind da außen rum gegangen, um sicher zu gehen, dass wir nicht entdeckt werden. Oh, wir sind drinnen. Ich finde auch wieder, dass wir wieder außen rum gehen sollten. Links vorbei. Obwohl, ist eigentlich egal. Hier oben, der hat mich direkt entdeckt hier. Der da. Ach, der! Hat mich aber doch nicht entdeckt. Nehmen jetzt die Leute, die hier so außen stehen und vereinzelt rumlaufen. Nehmen wir einfach mal und gucken mal an,
Ab wann irgendwie Leichen entdeckt werden? So, jetzt ist nur die Frage, welche? Da, die vor uns. Die hier rechts, oder was? Wer hat den erschossen? Ich. Okay. Da hinten standen aber noch zwei, die habe ich nicht gesehen von da aus. Wundert mich eigentlich noch nicht richtig, dass es deine Leiche war, die entdeckt wurde. Ich habe drei Leute getötet. Keine entdeckt. Du tötest einen und hey, ich habe eine Leiche gefunden. Ja, wie wir hier weiter rumsneaken, seht ihr dann in der nächsten Folge. Wiedersehen. Bis dahin. Ciao, ciao.